Oder wir gehen halt nochmal heim. Dann besorgst du dir ein paar Bloggerinos. Ich hab nicht mal Fackeln dabei. Scheinbar spielt jetzt die Höhe doch eine Rolle. Nee, das, du kannst dir dann später synchronisieren, indem du jetzt oben noch ein Portal baust. Creeper. Achtung! Oder dass ihr abreißt. Vorsicht. Ah, Wasser. Weil wir sind halt schon gut tief, muss ich sagen. Ich war auf Ebene 68. 68? Dann ist gar nicht so tief eigentlich. Weil wir jetzt schon auf 20 sind. Ist da hinten Licht? Nee. Hier geht's, glaube ich. Da kommt. Da. Okay, gehen wir dann auf. Wir müssen ja nur gucken, dass wir irgendwie hinaufkommen. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir buddeln uns da. Oh, hier ist einer. Einfach mal hier so hoch, oder? Ja, ich baue dann halt oben noch ein neues Portal und. Kannst du hacken? Ich habe nichts mehr zum HG Reno. Bin jetzt komplett aufgebraucht. Ich habe zwar auch zusätzliche Materialien nochmal mitgenommen, aber ich bin jetzt komplett leer. Ja, Erde! Ah! Bin ich mal gespannt. Meine Spitzhacke ist genau jetzt. Meine Schaufel ist genau jetzt kaputt gegangen. Ja, wir sind genau in den Berg reingekommen. Wie viele Blöcke jetzt drüber? Ja, nur 110. So, jetzt gehe ich mal kurz zu den Koordinaten wieder hin. Oh, Hilfe. Ja, da unten ist das Dorf. Ah, das ist Glück. Okay. Gleich mal hier raiden. Das ist mein Dorf, das letzte Mal. Das war ein Scherz, Junge. Wie ernst er plötzlich wird. So, 436. Oi, ich sehe warum. 400, warte mal, 436. Und 139. Hm, ein schönes Dorf. Genau, hier unter mir ist gerade das Portal. Also müsstest du hier nochmal eins bauen. Genau, das markiere ich mir mal. Hier muss ich Portal hinsetzen. Also so unten kaputt machen, hier neu setzen und dann anzünden. Und dann synchronisiert sich's mit dem unteren in der Hölle. Okay. So, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ja, entweder den Berg wieder hochlaufen und dann komplett durch. Oder wir graben uns hier straight runter. Das könnten wir auch. Ja, aber hast du keine Spitzhacke mehr. Und laufen wir halt einfach wieder hoch zurück. Komm. Da war doch jetzt gerade irgendeine Hütte mit einem Wasserfall. Ja, da hinten genau da. Ja, ich führe gleich einen Stall mit dazu, ne? Ich wusste gar nicht, dass es jetzt auch Ställe gibt. Hier. Wo ich bin. Da hoch müssen wir. Ah ja, bis die andere Seite hochlaufen. Nein! Creeper! Mach bloß nicht mein Dorf kaputt. Junge, der schwimmt im Wasser, was soll ich tun? Rücken schwimmen, keine Ahnung. Junge! Warum immer ich? Creeper, lass mich friedlich. Wart bitte mal oben. Lass uns wieder zusammen durch die Hölle gehen, na? Wortwörtlich. Ja, ich suche gerade, wo wir rausgekommen sind. 112 oder 110 war auf jeden Fall die Höhe. Ja, genau da in die Richtung. Genau hier so hinten hin. Auf jeden Fall. Scheiße! Phantome! Renn, Brudi! Hier irgendwo war das Loch. Ich hätte es doch markiert sollen, aber ich habe keine Blöcke mehr. Gefunden?
Nee, war, noch nicht. Also 110 war es mindestens. Ich esse das mal kurz was. Tito, Tito. Von oben kommen Zombies, Achtung. Okay. Dann wie lange waren wir in der Hölle? Das ist gefährlich mit Phantom. Na komm, wo war das Loch? Such du mal, ich kümmere mich mal kurz um die Skelette. Ich bin gut tot. Ich auch. Wo war das Loch? Direkt hier auch gleich, wenn es so weitergeht, ne? Buddel dich in die Erde ein, buddel dich in die Erde ein. Bin ich. Jetzt aber warten, bis Tag wird, hör. Oh Gott. Ich, oh, oh. Also ich bin eingebuddelt, ne? Ja, ja. Ah. B, C, D, E, F, G. Ich auch. Hilfe. Oh. Oh, Hilfe. Entweder wart mal bis Tag ist oder... Mein Helm ist kaputt, verdammte Axt. Wie spät ist es gerade? Es ist immer noch dunkel und ich renne gerade raus. 29. Und lol. Das Seiling muss irgendwo gewesen sein. Sechshundertsechs bin ich. 608. Dann noch 300. Wie viel habe ich gesagt? Da, ich hab den Gang. Gut. Also, Koordinaten, ja. Bin jetzt bei 607 und 4317. Du könntest rausgehen und mal gucken, wo das Feuer ist. Okay, ich vertraue dir mal. Scheiße, ich hab mich angezündet. Ja, ich seh's Feuer, ich seh's Feuer, ich seh's Feuer. Oh Gott. Ja, rennt genau dahin. Mach zu, mach zu, mach zu. Mach zu, mach zu, mach zu. Ich hab kein Leben. Oh, ich hab in kurzen Flammen geraten. So, jetzt kann ich. Noch mehr? Kommt her, ihr Horden! Ah. Lol, wie die halt hier runterkommen einfach. Komm, geh einfach weiter. Die Tunnel sind gefallen! Die Tunnel sind gefallen! Wie der echt hinter uns herkommt. Ein Schlag aber nur noch ausgehalten. Ich bin fast tot. Alter, was war das? Der Tod? Das war jetzt irgendwie das Schnellste, wie ich irgendwie helfen konnte. Der hätte einfach gewartet, bis wieder Tag wird. Ja, aber ich dachte, hinter dir ist ein Creeper. Mir egal. Junge. Junge, wir sind hier gemeinsam. Junge, lass mich nicht allein! Oh, jetzt ist Portal zu machen. Ich hab ein Feuerzeug. Nein, hast du nicht, das hab ich. Ich hab zwei gebaut. Ha!
ich das Portal kaputt gemacht hätte? Dann wäre nichts passiert. Dann wäre er, glaube ich, in der Nähe Neues gespawnt. Mitten über dem Lavasee. Ja, ja, wirklich. Man darf halt da nicht durchrennen. Direkt sneaken eigentlich. So. Jetzt rechts rum. Oder durch den Tunnel, ist Wurst. Ja, da. Da drüben ist die Markierung. Ja, ja. Deswegen habe ich überall Markierungen gesetzt, weil... Haben wir da wirklich raus? Da, ja, ja, da. Ich habe bei jeder Abzweigung, wo wir genommen haben, eine Markierung gesetzt. Dann war hier, siehste. Dann müssen wir hier. Deine Goldstiefel sind noch ganz, oder? Die sind zum Glück noch ganz, aber Helm ist Jobell. Ansonsten hättest du jetzt ein Riesenproblem. Ja. Über muss man. Da unten sind wir drin. Wir hatten Namen-Flashbacks. Dann, da hoch. Da links, ja. Deswegen immer Markierungen setzen. Das ist das A und O. Große Tonne. Hier und dann da hoch sind wir. Oben, oben, oben. Oh, Achtung, da ist ein Schwein. Dem kannst du Gold geben, dann gibt er dir Items. Die geben dir unter anderem auch Enderperlen. Auch noch. Können. Das hätte ich gerne abgebaut, aber. Da hat er einfach noch eine Spitzhacke. Jetzt habe ich auch keine Spitzhacke mehr. Ja, glaube ich auch nicht mehr. Verarscht, Junge! Das ist meine Notfallspitzhacke gewesen, die hat nur noch halbe HP. Notfall. Und welche Spitzhacke ist da oben kaputt gegangen? Junge, ja, nehme ich jetzt hier ein paar als Tribut mit. Tu dir eh wieder in die Kiste da rein. Aber ja. Haben wir alle? Ja, haben wir alle. 48 Staub habe ich. Ja, und da links sind wir vorbei. Hilfe. Was ist das hier? Was? Vorsicht! Viel Spaß bei dem Weg sicher zu machen. Das hier. Das geht. Teppich legen. Hier, die Festung müsste man eigentlich machen. Achtung! Da kommt der zweite. Da. Muss nur aufpassen, dass die dich nicht diesen komischen Effekt geben. Der Wipper-Effekt, ja, ich weiß. Noch einer. Zwei. Boah, scheiße, jetzt habe ich einen Wipper-Effekt. Warte, lass mich. Essen, essen, essen und aufpassen, das ist das Wichtigste. Gut. Guck mal, Spaß an. Okay, ich habe keinen Spitzhacke, deswegen bin ich da drin. Hier gleich eine Festung, Alter, was wir hier alles haben. Erstmal nach Hause. Und pennen. Ja, dann wird Tag sein. Und ich so, nein! Gut, jetzt sind wir aber gleich da. Geht trotzdem wesentlich schneller, als die Strecke in echt zu laufen. Ja, ist aber nicht so ganz ungefährlich. Ja. Klar, die muss man halt jetzt noch ein bisschen absichern. Aber wenn alles abgesichert ist, dann... auch durch. Ach, weil wir haben jetzt für die Strecke 5 Minuten gebraucht, knapp. 7. Ja. Wir sind da. Achso. Also, bin ganz verstört. Und es ist Tag! War ja klar. Ah ja, klar. Na, Schmusi. Wurde ja schon Tag, als wir den Eingang wieder gefunden haben. Oh Gott, ey.
Hilfe.